Schon besser. Aufwachen. Nee, nicht noch mehr rasten. Wir wollen töten. 5 Stück davon. Du schlag des Anführers auf den Angeschlagenen. Oh, oh. Meteor. Und spalten. Du greifst normal an. Du greifst normal an. Ne, nicht Feuerball. Meteor. Und du spalten. Und dann müssten wir die Mission langsamer am Sack haben. Also wirklich interessant war das bisher ja nicht mit den Missionen. Aber es geht halt primär um die Beute. So, ist die Aufgabe jetzt abgeschlossen? Ja, zurück nach Startdorf, sehr schön. Reisen. Ah. Ja, das Level-Up können wir nochmal machen. Ruhig den Feuerball. Jo. Und Quest. Super, die Äpfel sehen aber lecker aus. Ob ich wohl ein paar verputzen könnte? Das isst du eh. Mampf, 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 genau. Quest dann. Und du musst es um noch einen Gefallen bieten. Was kommen jetzt? Blaue Äpfel? Erstmal schlafen. So. Aufwachen. Was für Quests gibt's denn? Fledermausjagd. Level 30er Quest. Rettungsmission. Rettet jemanden und erhaltet dafür mit gewisser Wahrscheinlichkeit Gegenstände. Am Zielort kommt es zum Kampf. Beutezug Level 16. Nö. Ne, gibt's neue Gegner? Nee. Ja, nö, dann mal weg hier. Was sagt die Karte? 0%. Dann lass mal kurz die Teufelshöhlen ausrauben. Damit wir da auf 100% kommen. Also klicken wir mal darauf. Schleifstein, schon wieder. Nix wahrscheinlich. Oh, noch ein Schleifstein. Okay. Will nichts gesagt haben. So, was können wir hier töten? Ein Königsschleim. Mal gucken. So, du Kopfnuss. Immun gegen Betäuben. Okay. Du Feuerball. Du Spalten. Du Schlag des Anführers. Ja, der ist echt im Sack, würde ich sagen. Kaputt. Und was kriegen wir? 10 Gold. Ja, nee. Okay, vielleicht 2 davon? Oder gibt es hier irgendwas zu tun? Ah ne, das sind dieselben Quests wie vorher auch, oder? Nee, ist es nicht. Jagd Königsschleim. Nee, wir jagen erstmal Fledermäuse. Anscheinend habt ihr ein bisschen zu viel Spaß gehabt. Ich werde jetzt diese Monster beschwören und sie euch angreifen lassen. Dann kann ich auch Spaß haben. Hey, hey, beruhig dich. 6 Fledermäuse. Ja, wir können leider nur 5 auf einmal haben. Bitte nicht schummeln. Okay. Bam, nimm das Schummeln. Du tot, du tot, du tot. Klick, 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 klick. Ja. Victory, ein heldenhafter Sieg. So, nochmal. Und kaputt. Hey, der Paladin schafft nicht mal einen von diesen Mini-Fledermäusen umzubringen. Dabei hat er schon 3 Schneeblosse im Inventar. Das ist irgendwie ein bisschen albern. Aber ja, gehört halt zum Klischee. Paladine machen keinen Schaden. So, Quest erfüllt. Und Level Up. Wir sollten erstmal die Quest abgeben. Oh, nee, 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 nicht darauf drücken. Sieht so aus, als müsstest du dir schon was Besseres einfallen lassen, um uns zu stoppen. Keine Sorge. Wahahaha. Mhm. 1000 Gruppen EP. Hat nicht gereicht, okay. Du
Botten haben wir bisher nicht so wirklich gebraucht. Schlag könnten wir mal erhöhen. So. Schlafen ganz kurz für den kleinen Fitzelrest. Und dann gucke ich mal ganz kurz auf die Karte. Teufelshöhle 100%. Also sind wir hiermit fertig? Scheint irgendwie so. Ja, das heißt, wir könnten jetzt hier nur noch grinden. Und das bringt nicht so wirklich viel. Also gut, Reisen. Gehen wir mal hier hin. Level 7. Dann können wir mal gucken, ob die Karte noch weiter nach oben geht. Und ja, geht sie. Wo ist die Schenke? Oh, hier gibt es wirklich eine Schenke. Und einen Schmied und überhaupt neue Sachen. Gesperrt. Verbessert den Schmied, um neue Gegenstände freizuschalten. Verstärkte Rüstung. Plus 5 TP, Regeneration 4 AP. 150 Gold. Nö. Taverne? Lass Charaktere in der Taverne zurück, um mehr Platz am Tisch zu haben. Oh, wir können hier Leute austauschen. Können wir was anderes machen? Nö. Stopp, das wollte ich nicht. Einkaufen? Gibt es wohl dieselben Sachen wie beim anderen Dorf auch? Hm? Ja, der vierte Ring ist wie das letzte, was man kaufen kann. Also scheint es egal zu sein, wo man was einkauft. Na gut. Quest? Sind auch dieselben. Ah ne, Jagd. Palastwache, Bandit. Kampf gegen Skelettkönig. Eskorte, Einwohner Level 3. Okay. Bitte bring mich nach Hause. Klar, können wir machen. Wir sind nicht weit vom Startdorf entfernt. Reisen. Startdorf. Kommen wir doch irgendwie gerade her. Oh. Kampf. Die Gruppe wird angegriffen. Einwohner muss beschützt werden. Wo ist Einwohner? Ja. Hey, 67 Erfahrungspunkte. Mach's gut, Einwohner des Startdorfes. Fertig. Ein Blutedelstein. Und Level up. Du level mal den Heiligenschild. So. Und du den Meteor, weil er so toll ist. So. Irgendwas Neues? Rettungsmission Händler Level 9. Das klingt doch gut. Beginnen. Ich möchte ein paar neue Gegenstände kaufen. Wo ist der Händler? Ihr habt sein Zelt durchsucht, konntet ihn aber nicht finden. Vielleicht solltet ihr den Schmied fragen, wo der Händler ist. Ich will die ganze Zeit zum Schmied. Ich habe nur noch die Schleifsteine. Hey Schmied, hast du den Händler gesehen? Als ich ihn das letzte Mal sah, sagte er, er wäre unterwegs zur Teufelshöhle, um dort einiges Handwerksmaterial zu holen. Das war vor 2 Tagen. Na gut. Teufelshöhle. Haben wir schon ausgeräuchert. Oh. Kampf unterwegs? Um den Gegenstand Händler zu retten, müssen alle 4 gegnerischen Angriffswellen besiegt werden. Okay. Soweit ja nicht wirklich schlimm. Oh. Warum sind da jetzt 4 von den Erzbrocken? Können wir euch im Kampf anklicken? Nein. Na gut. Dann halt so. Kaputt. Victory. So, das sind normale Schleime. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Vielleicht sollten wir das langsam mal ernst nehmen. Meteor. Schlag. So, gut. Das war jetzt Welle Nummer 3. Und Welle Nummer 4 ist im Bosskampf, oder? Jo, dich kennen wir schon. Feuerball. Betäubungsschlag. Auch wenn er immun ist, es macht trotzdem mehr Schaden.
Schlag. Und Schlag des Anführers. So, total debufft am Brennen und sonst was. Sehr schön. Und 10 Gold. Mission erfüllt. Obwohl, warte mal. Erstmal die Dinge anklicken. Noch ein Schleifstein. Können auch Gegner rausspringen? Nö. Ebene 20. Ebene 20. Ich will einen Diamanten bekommen. 16. Nö, noch mehr Schleifsteine. Zu dem Schmied, den wir nicht ansprechen können. Ihr habt es geschafft. Jetzt kann ich zurück an die Arbeit. Danke. Was jetzt richtig schick wäre, ist, wenn wir jetzt wirklich neue Sachen kaufen könnten. Aber dass das Angebot erweitert wird, je mehr Quests man macht oder so. Aber ich finde es sonst ein bisschen schade, dass man von vornherein sehen kann, was das alles schon am Ende gibt. Also diesen Viererring da zum Beispiel. So, zuallererst mal schlafen. Mhm. Dann gucken, ob es was Neues gibt. Wegen dem Händler. Oh, nö. Vierter Ring. Nee. Wir brauchen langsam mal bessere Heiltränke. Genau das da. So, zwei Stück müssen reichen. 500 Erfahrungspunkte? Einfach so kaufen? Oh, wir können Schleifsteine kaufen. Bleibt ein freundliches Ziel wieder. Oh, das klingt gut. Im Kampfrausch was? Na, geht so. Level 30. Level 3. Beute zu Karotte, Level 16. Nee, komm, wir müssen weg hier. Zurück. Oh, gehen wir mal da hinten hin. Nee, Level 12 ist hoch. Level 18 auch. Dann in die Burg Abendlicht. 20. Komm, wir sind gerade kritisch positiv gereist. Gib uns was. Oh, so schade. Da hätten sie auch sich ein Gimmick einfallen lassen können, wie man stolpert über einen Sack voll Gold oder so. Na gut, Schmied. Wir haben immer noch kein Gold. Rettungsmission. Jagd auf Palastwache. Okay. 7 Palastwachen. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 1, 2, 3, 4 klingt, glaube ich, besser. So, fangen wir an. Spalten. Aha, soweit so gut. Schlag des Anführers auf den Meteor. Betäubungsschlag auf ihn. Spalten. So, Meteor müsste ihn hier auf jeden Fall töten. Den hier denke ich nicht, also hauen wir ihn nochmal an. 6 Trefferpunkte. Vielleicht haben wir Glück. Ja, sehr schön. Du tötest den und der Rest prügelt den nieder. Das waren jetzt 4 Wachen. Also kurz schlafen und dann nochmal die 3 umbringen. Und 2600 EP. Minus 2 Schmiedekosten. Ach stimmt, Paris Hilton hatte ja 50% weniger Kosten beim Schmied. Aber nur für sich. Das heißt, man kann bei jedem Schmied einzeln die Rüstung verbessern und die Waffen verbessern. Oh weia, das wird teuer. Na gut, erstmal schlafen. Aufwachen. Wir würden gerne Palastwachen töten. 1, 2, 3. Betäubungsschlag. Schlag des Anführers. Meteor. Und du einen Spalten. Kriegen wir ihn noch mit? Ja. Du greifst einfach so an. Du machst deinen Schlag des Anführers. Mit den 6 Schadenspunkten ist echt. Achso, oh. Unsere Leute haben auch einen Debuff. Ah, sehr garstig. Okay. Feuerball auf den. Und du hast den tot. Du den.
Mission erfüllt. Komm schon, gib uns mindestens 13 Gold. Dann können wir uns irgendwas beim Schmied kaufen. Und Level-Ups, sehr schön. Aber was kümmert uns da schon? Ha, sie sind eh schon Hackfleisch. Genau. So. Wir hätten gerne... Schlag. Dann hätten wir noch gerne Schlag des Anführers. Wir hätten gerne Betäubungsschlag. Und wir hätten gerne... So. 167 Gold. Wir würden gerne zum Schmied. Genau, und hier können wir bei jedem Einzelnen auswählen, das erhöht werden muss. Schwert kann er nicht. Rüstung könnte er. Ah. Okay. Bei jedem macht es auch was anderes. 15 Magie. Verbessere den Schmied. Ah, hier oben kann man den Schmied verbessern. Du hast 5 Schleifsteine. Alles dem Schmied geben. Ja. Ha. Okay. Jetzt kann er auch die Rüstung verbessern. Sehr schön. Erfolgswahrscheinlichkeit 40% nur. Bei so viel Gold. Nee, du, lass mal. Das muss jetzt reichen. Und wir speichern jetzt auch mal ab. Speichern und wir sehen uns gleich wieder.